Ja, die Frage ist bei mir ja, jetzt wo ich auch über 60 bin, warum bin ich eigentlich Biograf geworden und tue das ja schon über 30, 40 Jahre und muss eben so sagen, es gibt eine Übung, das ist die nach dem roten Faden suchen. Und wenn man nach dem roten Faden im eigenen Leben schaut, sucht, dann kann man gut auch bei den ersten Erinnerungen anfangen. Und eine meiner ersten Erinnerungen ist wirklich die, dass ich auf dem Schoß meines Großvaters saß und er hat mir da ein Blatt Papier hingelegt und einen Stift und dann habe ich da solche Wellenlinien gezeichnet und habe gesagt, ich schreibe dir einen Brief. Und da hat er gelacht und hat mir dann etwas vorgelesen, was ich da ihm geschrieben haben könnte. Und so hat dieses Schreiben sich bei mir durchgezogen. Ich habe als 10-, 12-Jähriger, erinnere ich mich, die ersten Detektivgeschichten geschrieben von Orten, zum Beispiel einem Herrn van Straten in Amsterdam, wo ich überhaupt nicht wusste, wo Amsterdam ist und auch nicht, wie jetzt dieser Herr van Straten sein sollte. Das waren einfach Wörter, die ich aufgeschnappt habe, Orte, die ich aufgeschnappt habe und eben das. Ich aber immer in die Fantasie gegangen bin. Und das ist das, was sich dann durchgezogen hat, wo ich gesagt habe, dass ich einfach gerne schreibe und das Schreiben mich froh macht und diese geistigen, ja, Welten mich einfach fasziniert haben. Und so hat sich das durchgezogen mit dem Schreiben. Und dann kamen eben immer mehr Lebensgeschichten dazu. Dann habe ich zum Teil auch schon eigene geschrieben und dann aber auch von Künstlern. Und da war das wichtigste Buch 1992 mit dem Wiener Künstler Gottfried Hellenwein. Und da habe ich ein Kapitel genannt, die Biografie als Gesamtkunstwerk, weil mir anhand dieses Künstlers aufgefallen ist, wie er sein Leben inszeniert und letztlich auch sein Leben und die Lebensgestaltung zu einer Art Kunstwerk oder zu einem Gesamtkunstwerk fließen lässt. Kunst und Leben hat er versucht in eins zu setzen. Und da ist mir bewusst geworden, dass diese Verbindung von Kunst und Leben auch zur Lebenskunst etwas ist, was uns Menschen generell immer wieder auch thematisch beeinflusst, was uns auch eine Herausforderung ist, immer wieder auch unser Leben zu justieren, zu fragen, ist das jetzt genau die richtige Seite oder geht es eher dahin, eher dorthin? Also die Formung des Lebens, das war so etwas, was mich immer mehr beschäftigt hat, beziehungsweise mir immer mehr bewusst geworden ist, dass das ein großes Thema ist. Und dann natürlich, je älter man wird, je älter auch die anderen werden, man sieht in der Retrospektive, dass da dann eben auch die Erinnerungen zu formen sind. Und diese Formung der Erinnerungen, das ist das, was mich dann immer mehr auch beschäftigt hat, im Sinne eben auch einer sogenannten biografischen Kunst. Also die Kunst, Erinnerungen zu formen. Weil das natürlich auch so gesehen sind, dass, ja, es sind künstlerische Werke. Manchmal fragt man ja auch, sind Erinnerungen immer der Wahrheit entsprechend oder eben geschönt. Inwiefern Erinnerungen, meine, wir sind ja die Bank der Erinnerungen, inwiefern Erinnerungen formen, durch die rosarote Brille oder wie meinst du das? Ja, beispielsweise Formen in dem Sinne, dass wir immer entscheiden, was wir mitteilen und das, was wir nicht mitteilen. Ich empfehle oftmals auch beim biografischen Schreiben, dass jemand seine private Version schreibt. Und dann aus dieser privaten Version eine Kopie macht und alles rausstreicht, was er nicht anderen mitteilen oder auch zumuten möchte, was er also für sich behalten möchte. Und das ist sozusagen Formung von Erinnerung. Und damit bin ich halt immer mehr dann groß geworden, weil ja auch eine Menge Menschen dann doch auch Anregung brauchen, beziehungsweise Austausch brauchen das. Der Austausch von biografischen Erinnerungen mit anderen Menschen ist wirklich etwas, was uns Menschen auch verbindet, weil Lebensgeschichten auf der einen Seite sehr facettenreich sind, auf der anderen Seite sind wir aber alles Menschen und dementsprechend gibt es immer wieder auch
Ähnlichkeiten oder manchmal sogar auch sogenannte ja, Duplikationen, wie man das auch immer sehen möchte. Und von daher ist auch dieser Austausch von Erinnerungen etwas, was ja, sehr belebend ist und was begeistert vielfach auch, natürlich manchmal auch traurig macht, also eine Art biografischer Dialog. Ja, und so bin ich dann über 30 Jahre da zu dem Biografen geworden, der ich dann halt heute bin und ich hoffe noch so lange sein werde, bis halt irgendwann die Klappe fällt.